Hi! Ja, was bei mir diese Woche so abging. Diese Woche sehr, sehr besonders war, ist auf jeden Fall, dass ich mal wieder arbeiten konnte, dass ich mal wieder ins Büro gehen konnte. So, erstmal guten Morgen. Ich bin jetzt endlich mal fertig geworden. Ich muss heute nach Frankfurt, weil ich endlich wieder im Büro arbeiten darf. Wuhu! Also ich freue mich sehr, dass ich, wie gesagt, mal wieder in die Firma fahren kann, dass ich von dort aus mal wieder arbeiten kann, dass ich nicht zu Hause arbeiten muss und so weiter und so fort. Also, dass ich da mal wieder Leute sehe und mal wieder rauskomme, was anderes sehe. Ich freue mich sehr. Ich bin jetzt fertig gemacht, bin jetzt auch fertig, fühle mich fit und trinke jetzt noch einen Schluck Wasser und dann geht's los. Yay! Ich dachte mir, ich nehme das Ganze mal so ein bisschen mit, versuche mal ein bisschen zu vloggen. Das ist mein Outfit für heute. Es ist, muss halt gucken, dass das Top ein bisschen kürzer, ein bisschen da drin ist. Ein chilliger Blazer, ganz normale Hose. Ich laufe jetzt mit dem Auto, habe meine Taschen gepackt, wie gesagt, und dann geht's los auf die Autobahn Richtung Frankfurt. So, hier Luisenpark, ziemlich chillig. Ist gerade echt kaum was los. Ich meine, es ist auch 9 Uhr morgens. Da laufe ich immer durch zum Auto und ich bin jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit unterwegs. Hab immer einen Kaffee mit. Meine Taschen sind schwer, fange gleich runter, übel Muskelkater, immer noch vom Gym vom Montag? Ja, Montag war ich im Gym, nein Quatsch, doch am Montag. Ja, deswegen übel Muskelkater, Beine tun weh, kann kaum schnell laufen. Aber ja, das ist der Luisenpark, das ist mein Schatten. Und ich muss noch irgendwo da vorne hin. Das ist der Turm. Und jetzt geht's from city to city. Ja. Und ich brauche gefühlt noch 3 Jahre, bis ich im Auto bin, ohne Scheiß. Naja. Mit Podcast und so im Ort geht das schon irgendwie. Man muss einfach laufen. Laufen, 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 laufen. Laufen! Oh man. Dieses Lied habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Es kam gerade im Radio, was ich angemacht habe. Eigentlich wollte ich hier Musik anmachen. Also von meinem Gerät. Aber ja, jetzt geht's los. Auto sollte funktionieren und ja, auf geht's. So, mein Abendprogramm sieht gerade wie folgt aus. Ich bin hier nämlich am Frankfurter Flughafen. Sieht man jetzt vielleicht nicht in erster Linie, weil hier hinter mir erstmal nur Wald ist. Aber ich dachte mir so, okay, das Hotel ist halt wirklich direkt am Frankfurter Flughafen und dann nutze ich doch mal die Chance, wenn ich schon mal hier bin. Und guck mir ein bisschen Flugzeuge an. Man wird ja jetzt nicht ganz so viele Flieger sehen, weil nicht ganz so viele starten. Weil sonst ist ja Frankfurt, fliegen ja wirklich alle im Minutentakt oder im Sekundentakt teilweise auch schon die Flieger los. Und landen natürlich auch. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich bin gerade halt hierher gefahren mit dem Auto, weil trotz allem muss man halt doch irgendwie mit dem Auto fahren. Habe ich erstmal so übelst verfahren, war vor einem Parkplatz gestanden, da bin ich eigentlich dann ziemlich direkt hingekommen. Aber davon hast du halt nicht viel gesehen. Das war nämlich so ein Parkplatz West, also das kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da ist nämlich so ein Turm gedönst da. Und deswegen war das da nicht so geil. Leider war ja nicht ganz so viel los jetzt gerade, also jetzt nicht, ja, ein paar Flieger hat man schon gesehen, aber nicht ganz so viele, aber das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Ich kann ja nur mal kurz zeigen, wie das hier gerade ausgesehen hat, wo ich die ganze Zeit stand. Und zwar hier ist so eine Aussichtsplattform, hier so im Hintergrund der Flughafen. Genau da, die Startbahn West, 4 Kilometer lang. Warum erzähl ich das? Fun Fact am Rande. Wird jetzt langsam dunkel und kalt und ich habe Hunger und muss aufs Klo und so die typischen Sachen. Deswegen ist es Zeit, wieder ins Hotel zu fahren und Essen zu bestellen.
and to turn left onto Kapitän Lehmannstraße. Zweiter Highlight diese Woche war, dass ich mit Paul Ripke Fahrrad gefahren bin. Woohoo! Das war echt cool. Weil ich verfolge Paul Ripke eigentlich schon sehr lange, seitdem ich den Podcast AWFNR kenne. Also Alle Wege führen nach Ruhm mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke eben. Kenne ihn eigentlich auch nur daher. Und kenne den Podcast schon seit über einem Jahr. Also letztes Jahr im Sommer habe ich noch einen neuen Podcast gesucht, weil ich höre eigentlich Gemischtes Hack sehr, sehr gerne. Ich also eigentlich so Gemischtes Hack und war so mein Hauptpodcast. Und dann habe ich noch einen Podcast von Le Floyd reingehört. Ich höre gerade aktuell Dick und Doof von Luca und Sandra. Und ja, dann habe ich halt eben auch was Neues mal gebraucht. Und bin dann auf AWFNR gestoßen. Da der auch aus Heidelberg kommt und Heidelberg-Mannheim sind ja sehr, sehr close beieinander, habe ich dann letzten Endes bei ihm in Instagram in seiner Story gesehen, dass er mit dem RSV, ich glaube ja, mit dem RSV Heidelberg Fahrrad fährt. Also eine riesengroße Fahrradgruppe, so ein Group Ride, sind eigentlich nur Rennräder. Ich war das einzige Nicht-Rennrad dabei, oder ich glaube, ich habe noch einen gesehen, der mit einem relativ normalen Bike noch gefahren ist. Das darf ich mir echt nicht entgehen lassen. Fahrrad geschnappt, vorher schnell umgezogen. Mit dem Fahrrad bin ich dann von Mannheim nach Heidelberg. Dann bin ich erst in Heidelberg zum falschen Treffpunkt gefahren oder zur falschen Brücke, musste noch ein paar Meter weiterfahren. Dann habe ich die gesehen, habe mich direkt hinten angeschlossen, die sind gerade losgefahren. Also das Timing war mal wieder perfekt. Wir waren eine riesengroße Gruppe von 130 Leuten. Ich konnte gar nicht viel filmen, ich konnte gar nicht viele Bilder machen. Ich konnte es auch nicht wirklich tracken, weil wenn ich Fahrrad fahre, tracke ich das Ganze auf Strava. Und war echt mega cool. Also falls du das siehst, war ein cooler Tag, wahrscheinlich siehst du es eh nicht. Aber war ein cooler Tag, coole Erfahrung, saugeile Idee, dass du gesagt hast, ey komm, wir fahren alle zusammen Fahrrad. Hat mir mega Spaß gemacht, trotz dass ich ein normales Bike hatte und kein Rennrad. Generell der Gruppenspirit bei einem Group Ride so war, dass die eingeholfen haben, mich mal ein bisschen angepusht hatten. Hat super Spaß gemacht, die Riesendynamik mit so 130 Leuten, beziehungsweise später waren wir dann 4 Gruppen, aber immer noch genug Leute. Dann waren wir dabei, okay cool, das ist ein Eisshop in Heidelberg-Liebningen. Nochmal danke dafür, das Eis war sehr lecker und danke fürs Bild. Danke, dass wir kurz quatschen konnten. Ja, und das war dann auch schon mein Sonntag fertig gewesen. Dann bin ich heimgefahren von Heidelberg nach Mannheim mit dem Fahrrad diesmal. Und ich war so am Ende. Aber dafür war es eine echt geile Woche. Eine geile Woche, worüber man so ein bisschen berichten kann. Und damit verabschiede ich mich. Ciao.